3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Farming Simulator 2015 LS15 Multiplayer mit unserem Schwabenboy. Hallo Schwabenboy. Hey, hi, hallo Virus. Und fast hätte ich mich schon wieder versprochen, yeah. Ja, ich freue mich gerade richtig, das wäre hüpfig so. Es war knapp. Genau. Take die dritte. Genau, na gut. So, wo sind wir stehen geblieben? Ich glaube, wir wollten heute Bier oder Brot, irgendwas mit dem war. Ah, nee, Möhren? Nee, haben wir doch alles gemacht. Wir sind am Ernte und im Absäher und im Anseher und im, du bist im Strohfahrer und. Aber ich glaube, wir müssen Wasser mal vorbeibringen, da habe ich so viel ich mir reden kann. Ja, kein Zeit, ich weiß es gar nicht. Nee, Wasser habe ich fahren noch. Okay, ich sehe gerade, der Deutz hier ist voll mit Rocken, ne? Du abtanken mal. Ja, und ich kippe mir gerade unsere erste Karotte an der hier ab. Okay, alles klar. Jetzt aufs Grün, ne? Jetzt bis zum Aufnahmebeginn noch der Rest. Eine Bahn war es noch. Wenn wir noch fix geerntet dann. Dass wir die Anhänger wieder leer haben, haben wir nicht eine große Nachfrage, aber was gehabt? Gute Frage. Ja, doch, Hackschnitzel. Hackschnitzel haben wir noch. Ne, da war ein Raps war große Nachfrage, das haben wir weggefahren gehabt, so war's, gell? Genau. Stimmt. Richtig, wir haben letztes Mal haben wir ja ziliert. Haben wir Maisfeld gehäckselt. Hä? So der Scheiß, jetzt wieso fährt der plötzlich los? Wer? Der Drescher? Der Drescher, ja. Ja, weil er leer war. Na, fährt er los. Doch, der war leer. Ah, nee, ich hab 65%. Okay, alles klar. Das hab ich verwechselt. Weil vorhin beim Dasher eine hohe Zahl war. Achso, okay. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal so langsam in unsere Silage den Reif ist, dass wir mal ein bisschen Richtung Viehzug gehen, oder? Ja, denke ich auch. Das heißt, wir müssen auch mal Gras mähen und so weiter dann, ne? Ja. Dann müssen wir aber mal runterfahren und gucken, wie es aussieht. Haben wir das Gras eigentlich das haben wir gar nicht gekauft bis jetzt. Ne, die müssen wir ja nicht kaufen, das haben wir ja im Wiese. Ah ja, genau. Wir letztes Mal ja drin und haben geguckt. Genau, das war wir haben ja oben das Feld noch gekauft, fällt mir gerade so ein. Genau, das war das Zelt gekauft, Feld und wir da wollten wir ja die kleine Sämaschine hochfahren. Ja, das wollten wir da schon in der ja, Mais ein sehr für BGA. Genau, weil es gleich nebenan ist, genau so war's. So. Das heißt, dann müsste man aber eigentlich, dann muss ich den Traktor tauschen. Weil da braucht man dann den daher, ne? War das vorhin mit dem Gras? Nicht hier? Nee, über den Kanal. Achso, ist auf der anderen Seite, okay. Ich dachte, die liegen irgendwas rum. Weil da wurde ich nämlich, also, ich bin auch ein Trottel. Da würde ich den Düngersteuer nämlich mit hochfahren, weil Gülle haben wir ja noch keine da oben. Nein. Und die Sämaschine, die kleine, ich bin hoffen, dass die mit dem Multifrucht und jetzt auch Mais ansäht, ansonsten müssen wir eine andere holen. Und dann könnte man sie nämlich theoretisch da oben dann stationieren. Ja gut, aber ich sage grundsätzlich, siehst du das schon bevor du da hochfährst, ob sie es kann oder nicht? Ja, eben, deswegen will ich sie anhängen. Achso. Dann müssen wir halt hier unten nochmal eine Düngersteuer kaufen. Jojo, das bleibt das gleich. Weil der kostet ja nicht die Welt. Nee. Auch nur das oben bei der BGA war, da bei der BGA war es, um Saatgut und Dünger aufzufüllen. Weißt du das zufällig noch? Irgendwo habe ich mal was gesehen. Nein, es ist ja großzügig überall auf der Map verteilt. Die Frage ist nur wo. Ja, okay. Das war jetzt gerade meine Überlegung. Und dann könnte man nämlich das zusammen mit der Sämaschine mit der kleinen da oben stationieren. Ja klar. Weil die steht ja hier eh nur rum. Der fasst auch recht viel Strom mit seinem Wagen hier.
Nee, die sät kein Mais. Okay. Aber weißt du was, dann verkaufe ich die. Wenn sie schon nichts. Nein, nee, wir brauchen sie. Brauchen wir sie? Nee. Na gut, hätte schon vielleicht, wenn wir. Ja, nee, ich weiß nicht, ich lasse mal da. Vielleicht brauchen wir sie unter Richtung Viehzucht oder so. Wenn wir auch Schweine, Hühnerzucht, da brauchen wir auch Getreide, da können wir die vielleicht auch hernehmen. Dann. Ist das doppelt hier, hä? Ganz komisch. Was will ich meinen? Ja. Weil Geld haben wir jetzt natürlich nicht mehr genug, um andere zu kaufen. Also wir haben 88.000, ne? Ja, aber die kostet 99. Ach so, okay. Jetzt sind wir nämlich die Horst Sponto, aber die sät auch kein Mais. Aber die mal schauen, ob wir noch Brot oder Bier haben. Doch, die sät Mais, aber die ist, glaube ich, so ein bisschen verpackt doch. Ich fahre jetzt mal mit der große hoch. Das sehen wir halt dann da mal fix an. Das sind wir in der Gemeinde. Du hast den Deutz vor deinem Strohwagen drin, gell? Ja, kann sein. Langsam kommt die hier vorwärts. Ja, weiß was ich jetzt mal. Jetzt gehen wir mal an die Maschine. Ich miete mal den Krone Big M. War das der für Gras? Ja. Okay. Und dann würde ich nämlich sagen, weil na mehr mal schon mal eine Miese. Ich wäre Miese. Das wäre was. Nehmen wir mal Wiese 1 oder Wiese 2, was meinst du? Spielt doch keine Rolle gehabt. 1 ist mehr links, oder? Ja, 1 wäre halt, 2 wäre unten bei näher bei den Rinder und Schweine dran. Aber da ist der Weg weiter. Mit den langsamen Maschinen. Ach stimmt. Ja, warum ist es sowieso? Das ist halt die Frage. Was? Warte mal, nein. Wiese 2. Das ist jetzt halt die Frage, was ist jetzt da sinnvoller? Also was ist das Kontra jetzt wegen Wiese 2? Ja, Wiese 2 ist halt unten näher bei der Rinder. Ja. Wo man es brauchen würde. Ja. Deswegen ist ja die Frage, soll man. Ich fahre jetzt. Ich fahre? Was spricht dagegen, es da runterzufahren? Ja, wenn man die ganze Maschine, ja, wenn ich mal jetzt denke, Schwader brauchen wir ja eigentlich nicht mehr, brauchen wir nur den Big M. Muss man mit dem runterfahren, mit dem wir die Wiese einmal gemäht haben, da kommen wir immer noch einiges an Gras raus für die Station. Jo. Dann fahre ich jetzt runter, dann mähe ich und dann kannst du eben im Ladewagen dann hinterher kommen und das Gras wieder einsammeln, oder? Aber kann ich das auch mit dem, wo ich Heu sammle? Du sammelst Stroh, ja. Ja, Stroh, nein. Das ist ein Unterschied. Ja. Irgendwann, ich sag das so oft, bis du es lernst. Ich hab das schon Ausdauer. Manchmal. Ja. Manchmal, nicht immer, aber manchmal. ich schwöre dir, du wirst die Ausdauer um mich herum verlieren. Ich dachte ja, Gott sei Dank, ich noch verlieren, bei euch geht's ja noch. Wenn ich es mal bereue, wäre es schlimmer. Was? So, ich könnte eigentlich mal so fahren, das ist jetzt noch nicht. Ich habe meinen Wagen gleich voll, geht den verkaufen bei der Brennerei und dann bin ich hier gleich bei dir dann. Beim Strohkraftwerk, nicht bei der Brennerei. Ja, ja, meine ich ja. Das ist ein Unterschied. Nee, die verbrennen das Stroh. Hm. Wir machen ja keinen Ökostrom draus. Was denn? Den geht's eh nicht. Also manchmal soll ich einfach gar nichts mehr sagen, meiner Stelle echt. Ja, was machst denn du jetzt da? Oh.
Machen wir mal Standardanlage. Oster FC Hartum. Fußballplatz. Oh, was haben wir denn da? Ne? Ach, das ist die Sporthalle, glaube ich. Okay, ich bin jetzt unten bei der Wiese. Mhm. Und jetzt hat Kollision. Nee, okay, cool. Dann würde ich sagen, fange ich an mehr. Leg's in Schwad. Kannst du mit dem Ladewagen gleich einsammeln und ins Lager fahren bei den Kühen. Genau. Gut. Ist jetzt zwar ein bisschen langweilig, aber es geht einfach nicht anders. Obwohl theoretisch könnte man auch den Ladewagen direkt hinter dran hängen. Und ging zu einem Abwasch. Fahren. Kannst du mal den Drescher nachher noch mal fix abtanken oder auch umsetzen, wenn der fertig ist? Bitte? Weil du bist eh schneller wie ich. Ja. Im Ladewagen. Fährst du rundherum? Ja. Ach so. Ja, jetzt erstmal vorne, quasi einmal zweimal rundherum. Ich hab den Anfang gesucht, dachte, du hast da hinten angefangen. Nee, weil da die Bäume stehen und dann die Kollision haben neu schon unten her, ist noch schlecht, deswegen. Dachte ich, fahr jetzt einmal schön so. Mit den Roggen eigentlich gemacht, haben wir das für Brot verwendet oder auch für Lager? Ins Lager. Okay. Brot braucht, glaube ich, braucht kein Roggen, glaube ich. Da brauchen wir nur Weizen und Sonnenblumen, glaube ich. Oder Gerste und Sonnenblumen. Okay. Oder waren es vier Sachen? Gerste, Sonnenblumen, Wasser und Weizen, glaube ich auch noch. Ich weiß es aber gar nicht genau. So auswendig könnte ich jetzt gerade gar nicht sagen. Okay. Ich denke, das sollte eigentlich, wenn man das Feld, die Wiese kennen, das sollte eigentlich reichen erstmal. Die Frage ist, haben wir eigentlich Futtermittelstation da unten oder müssen wir da wahrscheinlich bauen? Das kann ich mir nicht mal sagen. Ich nehme auch nicht. Da bin ich jetzt gerade überlegen. Dann müssen wir eh mal der Kuh auf nochmal gucken, was die beste angekehrt hat. Das ist jetzt alles Vorbereitung für quasi dann den Tierzucht einzusteigen. Die Frage ist natürlich, wo steigt man ein? Welche Art von Tier? Milchviehwirtschaft oder Tierzucht wirklich? Gute Frage. Wie gesagt, wir können hier Schweine züchten, wir können Rinder züchten, wir können Hühner züchten. Müssen wir natürlich ein bisschen nachlegen im Material, das heißt, man bräuchte noch einen Tiertransporter, man bräuchte. Ich weiß nicht, was ich alles brauche, gegebenenfalls Kartoffelzug rüber. Könnte durchaus sein, dass die das auch brauchen. Mhm. Zumindest Schweine meine ich zumindest, Schweine und Kühe meine ich zumindest, dass die bei der Zucht zumindest Erdfrüchte brauchen, also sprich Kartoffeln oder Zucker rüber. Okay. Du machst zumindest jetzt auf die anderen Maps. Ich denke, dass es hier nicht wirklich ein großer Unterschied machen wird. Schätze ich mal. Wie viel hast du jetzt, also ich sehe jetzt, wie viel du drin hast? 30%. Einmal rum quasi.
mal so. Einer könnte, soll ich mich da eigentlich theoretisch kennt, fast zwei Wagen voll gäbe hier. Ja, schon. Dann müssen wir wirklich als nächstes dann oben Feld 6 anziehen. Ist der Hoch gleich fertig oder drehst du noch oben? Ja, drehst du noch oben, ich sehe es. Ja, drehst du noch, aber der Hänger ist fast voll. Ich bin ja nur noch 6% rein, also eigentlich hätte ich fast wegfahren können, oder 4% sogar nur. Ja, jedenfalls können wir dann das nächste Mal dann rocken sich ja zurückfahren in unser Lager. Oder verkaufen wir. Oder verkaufen wir immer. Ich weiß gar nicht, ha? Und oder verkaufen wir auch immer oder. Also ich weiß gar nicht. Haben wir nächstes Mal irgendwas. Wollte mir sich gerade irgendwas kaufen. Also über die Sämaschine, richtig. Genau. Und dann wäre das vielleicht auch eine Option. Und wir dann da oben. Ja, wäre noch eine Möglichkeit. Haha, okay. Also ist das Ding, die fahren nicht rein, oder wie? Ja. Na hallo? Kennst du mich? Ja, eben, na, darum. Jetzt haben wir noch über Jahr. Eineinhalb Jahre war ich miteinander. Ich hab das erste Mal beim Batman Let's Play gesehen, wie du fährst, wenn du wirklich mal Gas geben kannst. Cool, hab gell? Habe ich festgestellt, nicht anders als ich. Naja, wir haben es halt drauf, wir sind Profis. Naja. Und wenn die Fahrzeuge von Kurvenlager und Straßenlager haben, da können wir ja jetzt auch nichts dafür. Das ist so. Ja gut, dann würde ich schon mal sagen, bedanken wir uns schon wieder mal fürs Zusehen. Hörst du wieder auf? Ja, wir hören jetzt auf für heute. Ach Mann, immer erst auf. Einer muss hier die Kontrolle haben. Es ist mein Gras mehr gerade warm war, jetzt hörst du auf. Es geht ja wieder weiter dann jetzt übermorgen. Juhu! Schön! Genau. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Und ich hoffe, ihr begleitet uns dann auch wieder hier bei unserem Einstieg in die Tierzucht. Ich denke, wir fangen erstmal an, Tiere züchten, weil Milchwirtschaft haben wir ja schon gemacht. Ich denke, Tierzucht wäre vielleicht dann mal was anderes. Denke ich mal. Ich denke, das wird wahrscheinlich eher rauslaufen. Vielleicht kann ich mich ja da durchsetzen. Mal gucken. Ja, und dann würde ich sagen, bleibt uns gewogen, hinterlasst die Bewertung und einen Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch, tschüss. Bis dann, tschüss.